So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Golden Sun. Ja, im letzten Part haben wir doch relativ viel sogar, ja, vom Melkwood-Tempel Leuchtturm schon geschafft und ich habe den Part beendet, nachdem ich diese Statue nach unten geschmissen habe, die ich sofort auf einen Schalter setze. Und wo kommen wir raus? Bei Statuen? Ja, das sieht doch verdächtig aus. Da ist doch bestimmt was dahinter. Das könnt ihr mit... Ah, genau. Schön, eine Kiste. Mit einer Nuss. Naja, halt 200 KP, aber... Naja. Wer es braucht. So, Treppen runter. Plapp, plapp, plapp. Treppen rauf. Plapp, plapp, plapp. Und dann geht's hier weiter. Ja, die verschieben wir wieder mit dem tollen Verschiebe. Macht seinen Namen alle Ehre. Und dann schieben wir das Rohr hier hoch. Ja klar! Ein Wasserstrahl verschiebt eine ganze Wand. Ist klar. So. Oh, was bist du denn? Eine Sirene. Da hauen wir da einfach komplett drauf. Schlaf. Nein, 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 bitte nicht. Nein, nein, nein. Okay. Nein, Mia ist eingeschlafen. Schade. Okay, dann einfach draufhauen, Männer. Haut drauf. Nochmal Schlaf. Okay, es wirkt auf keinem. Gut. Und das war's mit der Sirene. Level 10 Soldat. Ja, ich muss gestehen, ich habe aus Versehen offscreen ein wenig gekämpft. Das sich leider nicht verhindern. Und Isaac hat dabei Heilwasser gelernt. Das ist die zweite von Heilung. Aber ist ja egal. Ja. Hier ist doch bestimmt was dahinter. Ah, du wieder, aha. Ja, diesmal mache ich den Trick, dass ich einfach die ganzen Chins auf Standby lege. Und da Chins den öfteren mal flüchten, setze ich hier einen Safe State, Leute. Und dann greifen wir ihn doch einfach an. Zack. So, du. Und du brichst jetzt die geballte Ladung der Chins ab. Jupiter und Merkur. Zack. Oh, Taucher ist schlecht. Verdammt. Ich hätte davor heilen sollen. Wäre vielleicht so eine Idee gewesen. Aber, naja, ich werde schon sterben. Kirin macht wieder massig Schaden. Jawohl, ja. Schön. So, jetzt darf ich heilen. Oh Gott, alle sind kurz vor dem Abnibbeln. Naja. Vulkan und hat er was zum Heilen? Jo, das Heilkraut. Jetzt kommt Mia und die macht Gebet auf Isaac. Heilkraut. Nein, 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 nein. Du blödes Ding. Warum? Nein. Warum hat Isaac jetzt nicht geheilt? Hä? Ich verstehe das nicht. Das verstehen wir will. Wer hatte die Lebenswasser nochmal? Keine Ahnung. Hattest du Lebens... Okay, du hattest Lebenswasser. Muss ich echt schon mal Lebenswasser einsetzen? Meine Güte. Übrigens seinen dummen Chin. Dreh mich hier auf. So, ich hoffe doch jetzt, du stirbst, du scheiß Vieh. Jetzt verbindet sich wenigstens wieder diese Chins mit einem. Island ist man schneller. So, Stalagmit, Vulkan, Plasma und Heilung. So, Plasma ist es doch mal. Ja, da ist der Tau gegangen und somit halten wir unseren zweiten Merkur-Chin. Hat mich zwar ein Lebenswasser gekostet, aber naja. Wir sind ja auch zu unterlevelt für diesen Platz, aber egal. Oh, den geben wir doch direkt Mia. Ja, Mia wird Gelehrter. Erhält aber keinen... keinen neuen Synergie. Dafür einen krassen Werdeboost. So, Mia, du darfst die auch mal heilen. So. Und jetzt geht's weiter. Ja. Wie geht's jetzt weiter? So nicht. So auch nicht. Ja. Wo kommt man da hin?
Lauter lange Gänge, okay. Oh, was seid ihr denn? Euch mache ich kaputt, ihr Harpien hier. Zack, und Tundra. Das Übliche, kennt man ja. 70 Schaden, ja, what the fuck. Das ist zwar viel. Ja, ist gerade im Schlag ausgewichen. Cool. Level 10 Windseher. Oh, oh, oh. Ich sehe schwarz bei dem Endgegner von diesem Turm. Naja. Ich werde sowas von sterben. Oh ja. Aber was soll's? Drei Sirenen. Oh, oh, oh. Als drauf, was wir haben. Zack und Tundra. Plasma. Zirzen wirkt aber leider nicht. Schlaf hat natürlich wie immer auf mir gewirkt, ist klar. Und Flammenwand. Wow, das haben so viele ausgehalten. Ah, nein. Blitzi. Zack. Och Mensch, Geralt, was kannst du denn überhaupt? Die Sirenen, die nerven mich. Die nerven. Blitzi. Zack. So. Ich mach mal eine Heilrunde. Weil das wird zu gefährlich hier. So. Hier geht's nirgends lang, nirgends lang, nirgends lang. Doch, da geht's irgendwo lang. Hier ist eine Verschiebewand. Ja. Wo kommen wir denn hier jetzt lang? Bitte nicht da, wo ich denke. Ach, ihr nervt. Ihr nervt. Wisst ihr das? Erdbeben, Flammenbahn, Plasma und Tundra. So. Das reicht nicht. So dicke, weil Plasma so krass viel Schaden macht. Kreische. Ja, kreisch mich daran. Ja, egal. Seid nämlich jetzt tot. So. Ah ja. Der, die Göttin, der Regenbogen ehrt, soll auf schwingend silberner Grazie in den Himmel geführt werden. Ja, und das ist kurz vorm Boss. Und dann mache ich noch einen Save State, weil ich bin hoffnungslos unterlevelt. Und ich werde Probleme haben. Werde deutliche Probleme haben. Das ist mir doch ein wenig zu gefährlich. Lingelinge, 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 lingeling. Und was passiert? Glitter! Glitter? Ja, Mia, wo willst du hin? Hey, warte auf uns! Warte! Warte! Komm, überleg nicht! Überleg nicht so lange! Einfach rein! Genau, macht's am besten so stilvoll wie ich sag, dann... Ja, Geralt ist ganz cool, steht er da. Ja. Ich fand Isaac am coolsten. Leucht. Beep. Was ist denn das? Da liegt ein Psi-Stein. Habe ich geheilt? Habe ich geheilt? Ja, ja, nee. Ja, nee. So. Synergiestein, dankeschön. So. Und jetzt gehen wir doch mal hinüber. Was haben wir denn hier? Es ist zu spät. Das Licht des Leuchtturms wurde bereits entzündet. Das kann nicht sein! Leuchtfeuer kann doch nicht ohne den Merkurstern entfacht werden. Inventarsterne wurden aus dem Heiligtum von Zol auf dem Aleifberg gestohlen. Der Aleifberg? Das Heiligtum von Zol? Seid ihr Heiler aus dem Heiligtum von Zol? Nee. Wir sind Adepten. Wir kommen zwar vom Aleifberg, aber wir sind keine Heiler. Ich komme aus einem Dorf namens Vale, um die drei Elementarsterne zurückzuholen. Sagtest du Vale?
Unser Dorf solle das Heiligtum von Zol beschützen, aber trotzdem wurden die Sterne gestohlen. Das klingt sehr nach meinem Plan. Aber die einzige Pflicht, die mir auferlegt wurde, verfehlt. Das ist schrecklich. Isaac, Garrett! Jenna? Du bist es also, Isaac. Hehe, die Kinder sind ja noch immer am Leben. Seid ihr den ganzen Weg gekommen, um Jenna und Creighton zu retten? Das ist nicht alles, wir wollen die Inventarstellen zurückholen. Mit anderen Worten, sie sind gekommen, um uns aufzuhalten. Dann haben wir keine Wahl. Kümmern wir uns um sie, bevor sie irgendwelche Schaden anrichten können. Minardi, warte! Oh, Satoros, Sie wollen... Ich habe alles gehört. Sie hatten Glück, den Ausbruch des Alevbergs zu überleben. Alle, das war Skill, Junge! So viel habt ihr auf euch genommen und jetzt wollt ihr eure Leben einfach so wegwerfen. Gut, wenn das euer Wunsch ist, dann bereitet euch vor, dass er euch erfüllt wird. Satoros, willst du denn alleine gegen sie kämpfen? Minardi, ich kann doch nicht zulassen, dass unsere Geiseln während des Kampfes unbeaufsichtigt bleiben, oder? Da hast du recht. Außerdem will ich sehen, wie sie sich ihre Kräfte entwickelt haben. Bitte, wer sind Sie, Satoros? Lass mich in Ruhe! Geh zum nächsten Leuchtturm! Sofort! Komm her, Kind! Versuchst du mich zu ignorieren? Ich sollte dir eine Lektion erteilen, Kind, aber... Felix, ich würde dafür sorgen, dass deine Schwester mir gehorcht, wenn du nicht willst, dass ihr etwas zustößt. Jenna, bitte, tu, was sie verlangt. Felix! Punkt, Punkt, Punkt. Es wird alles gut, Jenna! Isaac und Garrett hätten uns nicht folgen sollen. Es tut mir leid, Isaac. Garrett! Ich zähle auf dich! Isaac, Garrett, halle durch! Falsche Stimme. Egal. Jenna, Graydon! Wenn ihr sie retten wollt, müsst ihr zuerst mich besiegen. Nein, zurück! Los. Doch, es ist unglaublich mächtig. Ich konnte es fühlen, als ich ihm gegenüberstand. Wenn wir gegen ihn antreten, müssen wir äußerst vorsichtig sein. Wir müssen seinen Vorsprung an Stärke irgendwie ausgleichen. Ausgleichen? Pah! Ich glaube, sie können euch mit dem großen Satoros auf eine Stufe stellen. Klar! Ihr überschätzt eure Chancen. So gut, dann lasst mich eure Reaktion erteilen. Dieser Zeitdruck bewegt sich so merkwürdig. Was ist das? Das Licht des Merkur, es schwächt meine Psynergie. Ich muss das schnell über die Bühne bringen. Komm schon, ihr Narren! Ja, und vor diesem Kampf habe ich ein wenig Angst, muss ich zugeben. Aber ich glaube, diesen Kampf wird mich im nächsten Part. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und würde sagen, also dann, bis dann. Ciao, Leute.